Frau Bönisch, was ist passiert und warum wird gesucht? Am gestrigen Abend um 20.10 Uhr hat sich hier unten, oder über Lauf des Nachmittags, hat sich hier unten eine Personengruppe aufgehalten. Die haben sich erfrischt bei der Hitze. Und dann ist eine Person davon ins Wasser gegangen, um sich abzukühlen. Das ist leider Gottes ein Nichtschwimmer gewesen und den hat die Strömung mitgerissen. Und um 10 nach 8 hat man uns Bescheid gegeben und wir haben umgehend die Suchmaßnahmen in die Wege geleitet.